Vergangener Sonntag. Oh Gott, ey, guck mal, wie fett ich in den Trikot aussehe, Alter. Aus der Hose rausholen. Marvin Wildhage will einmal bei einem richtigen Profiverein mittrainieren und hat sich dafür Hertha BSC Berlin ausgesucht. An einem ganz besonderen Tag. Also es war ja das erste offizielle, große, öffentliche Training von Jürgen Klinsmann. Da war natürlich viel Presse da. Wir sind schon eine Stunde eher hingefahren, damit uns keiner vorher anschaut. Und dann habe ich mich hinter der Tanne versteckt. Einige Stunden später wird die Aktion, die mit einem Versteck hinter einer Tanne beginnt, in ganz Deutschland Schlagzeilen machen. Ein YouTuber schummelt sich ins Training einer Bundesligamannschaft. 11 Uhr vormittags. Die ersten Profis marschieren in Richtung Trainingsplatz. Von irgendwo taucht er dann auf. Gleiche Klamotte, selbstsicherer Gang. So schafft es Marvin Wildhage tatsächlich auf den Trainingsplatz und begrüßt seinen neuen Mitspieler. Hi, Marvin. Hallo, ich geklappt. Hi, Marvin. Irgendwann war ich dann auf dem Platz und dann hat der erste Spieler gefragt, wer ich denn bin und wo ich denn hingehöre. Hat sich sogar bei mir vorgestellt. Also die waren super nett zu mir. Der hier angejoggt kommt, der soll ja auch super nett sein. Jürgen Klinsmann, ehemaliger Bundestrainer. Marvin kickt ein paar Bälle mit den Profis. Jürgen Klinsmann merkt zunächst nichts. Wie das weiterging hier, erzählen wir später. Wer denkt, was Marvin gemacht hat, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten, der irrt. Marvin Wildhage ist eher so etwas wie die Nachwuchshoffnung in der Kategorie Menschen, die sich auf Promi-Veranstaltungen schleichen, bei denen sie absolut nichts zu suchen haben. Platz 3 des Stern-TV-Rankings belegt Marvin Wildhage. Aber die Aktion kennen Sie ja schon. Auf Platz 2 Karl Power. Ja, der heißt wirklich so und hat etwas Einmaliges geschafft. Es geht auch bei ihm um Fußball. Der Engländer ist glühender Fan von Manchester United. April 2001. Karl Power besucht mit Kumpeln das Champions-League-Spiel bei Bayern München. Kurz vor Spielbeginn versammeln sich die Spieler zum Mannschaftsfoto. Karl Power lauert hinter einer Bande. Und er greift die Chance seines Lebens. Einige Spieler sind zwar irritiert, aber dieses Foto ist bis heute das bekannteste Mannschaftsfoto der Welt. Unangefochten die Nummer 1 weltweit ist dieser unscheinbare Herr aus dem Rheinland. Sein Name Theo Brenig. Im wahren Leben ist er Kfz-Meister. Tagtags trägt er Kittel. An Wochenenden verwandelt er sich in den dreistesten Promi-Reinschleicher des Planeten seit mehr als 30 Jahren. Er findet immer einen Weg an der Security vorbei. Irgendeinen Hintereingang hat jede Veranstaltung. Es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Nicht, dass man das muss oder so, aber es macht wirklich immer richtig Spaß und dass man es geschafft hat. Trotz der Security und was weiß ich. Die Liste der Promis, die er auf diese Weise getroffen hat, ist lang und beeindruckend. Unter anderem Frank Elstner, Friedrich Merz, sogar Angela Merkel. Aber das ist schon eine Weile her. Stern TV hatte bereits vor 20 Jahren über Theo Brenig berichtet. Versuchen Sie, möglichst selbstsicher aufzutreten, dass die sich denken, oh hier, der Herr ist bestimmt ein wichtiger Mann, den müssen wir durchlassen, oder eher so mausgrau sich vorbeizuschleichen? Nein, also Selbstsicherheit gehört dazu, sonst ging es nicht. Also wenn man da Angst hat oder so, kann man das gar nicht machen. Ne? Kurz zuvor feierte er einen seiner größten Erfolge. Bei einem Besuch Bill Clintons in Eisenach. Theo Brenig will Clinton persönlich treffen und die Hand schütteln. Wie er das geschafft hat, erzählte er uns heute Nachmittag. Der Kohl und Clinton gingen in das Rathaus rein und da zog mich von den Amis zog mich jemand raus, ne? Und war am Schimpfen, ne? Und dann hat er losgelassen. Ich habe mich wieder rumgedreht, ich wollte da rein. In dem Moment kam der Kohl und hat mich mit seinem Bauch da reingeschoben. Unglaublich. Der Kfz-Meister schafft es tatsächlich mit Hilfe von Helmut Kohl ins Rathaus. Aber Clinton ziert sich zunächst. So habe ich ihm die Hand hingehalten. Der gab mir die Hand nicht. Ne? Da habe ich die Hand genommen von ihm. Ich habe die so. Selber? Der Kohl hat sich totgelacht. Echt? Handshake mit dem Präsidenten der USA. Kann man mal machen. Brenig ist immer noch aktiv, geht in Stadien, trifft Politiker, natürlich immer ohne Eintrittskarte. Einfach so.
Sein Meisterstück aber ist schon länger her. Ein Empfang bei der Queen. Ja, und dann bin ich die Treppe hochgegangen. Ich dachte immer, hoffentlich holt mich da keiner raus. Ne? Und hinter mir kam Boris Becker. Und ich habe es geschafft bis zur Königin. Und wurde dann von dem Seemann Engelbert, der die Königshäuser macht, wurde ich vorgestellt. Er sagte zuerst, Ihre Karte, ich kann so. Ich sage, finden Sie nicht. Schnell, Ihre Karte. Ich sage, ich finde sie nicht. Ihr Name bitte, ne? Habe ich gesagt, Brenig. Und dann kam er vor die Königin und hat sich gebückt, Herr Brenig. Theo Brenig beim offiziellen Empfang der Queen und Prinz Philipp. Nochmal zurück zu unserem dritten Platz in Berlin. Um es kurz zu machen, dass Marvin nicht zur Mannschaft gehört, fiel einem Co-Trainer ziemlich schnell auf. Was machst du? Ich soll immer ein bisschen vorbeischnuppern für eine Stunde. Wer sagt das? Von U23. Wer hat das mit dir besprochen? Der Coach. Welcher Coach? Trainer. Welcher denn? Michael. Wer ist denn Michael? Ist doch gar nicht bei der U23 mein Trainer. Der hat mir gesagt, ich soll halt mal vorbeischnuppern für eine Stunde. Wer ist denn dein Trainer? Michael. Aber in der U23 gibt es keinen Michael. Der hat mir das gesagt, ich soll halt mal vorbeischauen. Na dann. Einmal vom Feld rauf, bitte. Verlass den Platz. Direkt an Jürgen Klinsmann vorbei muss Marvin den Rückzug antreten. Und hat vielleicht schon den nächsten Verein im Kopf. Nur nach Hause. Nur nach Hause.